Was geht, Leute? Servus hier vom Messplatz Aufbau. Schon mal richtig weit. Drüben ist der Breakdance gestern von Freiburg eingetroffen. Ich habe den auch schon direkt auf Instagram gestern so geschrieben. Bis morgen. Höllenblitz auch richtig weit. Fehlt nur noch eigentlich die Schrift. Servus! Ich kenne jetzt auch so die Schnellpassplatzierungen, also hier kommt der Breakdance hin, perfekt hier mittig. Neben diesem Stand hier kommt die wilde Maus, die auch schon eingetroffen ist. Und meine Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet, finde ich gut, weil ich hatte zuerst Angst, dass die wilde Maus neben der Höllenblitz hinkommen könnte und das Riesenrad oder das Riesenrad halt. Nee, die wilde Maus kommt hier hin, Riesenrad nach da hinten. Perfekt. Recht bemerkenswert. Haut Lukas. Dann Geistertempel. Ganz neue Geisterwahnsinn. Das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Normalerweise bin ich nur ungern hier hinten, weil ich Angst vor Hunden habe. Aber egal. Bisher steht hier nur ein Café neben mir hier und Kinderkarussell, also vom Riesenradtransport noch nichts zu sehen. Ja, ich werde safe auf jeden Fall Riesenrad fahren, egal. Ah, da steht's schon. Ein Transport. Ja, aber seht ihr hier den Platz? Da kommt das Riesenrad hin. Habe ich rausgefunden. Was heißt rausgefunden? Ich hab gefragt. Haben sich eine gute Stelle, muss ich sagen, ausgesucht. Schön sichtbar. Schön an der Autobahn und so. Weil ich habe gerade einfach weitergeredet, ohne zu realisieren, dass schon 3 Minuten vorbei sind. Ja, auf jeden Fall. Geistertempel. Ich mache jetzt vorne die Kamera an. Was besser ist. Persönlich. Ich bin mir sicher, hier ist auch noch eine Freistelle hier. Hier kommt safe noch eine Anstellung. Also ich muss noch eine andere Antwort kommen. Ja, hierher. Weil wir bekommen ja diesmal eine richtig krasse Beschickung. Wir bekommen ja 3 Achterbahnen. Und da zwei schon da. Das ist Höllenblitz und Wilde Maus. Dann noch so was anderes namens Crazy Jungle. Dann bekommen wir noch Hotshot. Also das ist keine Achterbahn, das ist, steht irgendwie mal auf dem Kanzler der Vasen zum Beispiel. Das sind also so 2 Masten. Oder so ein Slingshot, ne, wo man mit so einer Kugel hochgeschossen wird. Breakdance. Thank you.
war echt warm. Müsst euch eben auch mal geben. Muss schon hart sein, ne? Hier, vor allem auf dem Messplatz, mit diesen. Ich habe mich übrigens komplett geirrt. Ich habe ein bisschen mit der Marktaufsicht geredet. Und da hinten, wo ich gesagt habe, wo das Riesenrad hinkommt, da kommt der Rock hin. Hier kommt das Riesenrad hin. Neben Autoschüler. So hier an dieser Fläche. Da hinten, wie gesagt, Devil Rock. Ich bin gerade durch den Spinnnetz gelaufen. Was hier hinkommt, weiß ich nicht. Habe ich nicht gefragt. Aber sonst, der Rest stimmt. Da hinten Wilde Maus. Neben dem Höllenblitz Crazy Vegas. Und hier kommt Crazy Jungle hin. Das ist die dritte Achterbahn. Das heißt, es sind alle drei Achterbahnen angekommen. Ich habe gesagt, drei Achterbahnen. Wilde Maus, Höllenblitz und Crazy Jungle. Und das hier scheint Crazy Jungle zu sein. Das ist eine Familienachterbahn. Also könnt ihr rein theoretisch mit euren Kindern oder so, glaube ich, so fahren. Keine Ahnung. Vorhin war ich noch beim Höllenblitz, aber da bin ich jetzt weggegangen, weil sie die Schrift hochziehen und ich keinen Bock habe, dort daneben zu stehen, weil ich keinen Bock habe, von der Schrift erschlagen zu werden. Naja, passiert halt. Nein. Also ich meine, muss halt sein, dass man aus dem Weg geht.